Das Wort. Es steht im Zentrum des neuen Glaubens. Das Wort der Bibel, aber auch das Wort, das von der Kanzel gesprochen wird, die Predigt. Und noch etwas anderes findet jetzt Eingang in die Gotteshäuser, die Kirchenbank. Ihr Zweck, Ruhe soll einkehren. Die Gemeinde soll sich auf die Worte, auf die Predigt konzentrieren können. Die Kirche, sie ist nicht mehr allein spiritueller Raum, sondern auch Hörsaal. Das Ritual tritt zurück, das Wort gewinnt an Bedeutung. Und der prunkvolle Schmuck vieler Kirchen fällt. Bildersturm in Süddeutschland und in der Schweiz. Die Statuen der Heiligen werden zerschlagen. Die glanzvollen Altäre aus den Kirchen geworfen. Schmuck und Bilder, eitle Verzierungen, die vom eigentlichen Kern der christlichen Botschaft ablenken. So die Meinung der Reformierten. Die Reformation entfaltet revolutionäre Sprengkraft. Vor allem auch dort, wo es um soziale Unzufriedenheit geht. Eine Welle der Gewalt rollt jetzt durch Deutschland. Die Bauernkriege. Die Spannung zwischen armen Bauern und reichen Grundherren entlädt sich blutig. Luther ist für die revoltierenden Bauern ein Vorbild, hat er sich doch erfolgreich von Papst und Kaiser freigemacht. Er selbst aber distanziert sich von den marodierenden Horden mit drastischen Worten. Ihr Herren schlagt die Bauern tot wie tollwütige Hunde, wo immer ihr ihrer habhaft werden könnt. Der Aufstand der Bauern gegen die Obrigkeit hat keine Chance. Auch wenn sich in Thüringen ein Haufen von 7000 Bauern zusammenrottet. Die vielen kampfbereiten Hände sind nur notdürftig bewaffnet. Mit Sicheln, Dreschflegeln, Knüppeln und Äxten. Aber es findet sich ein protestantischer Anführer. Thomas Müntzer. Seine Flugschriften rufen zum Aufstand. Die feinen Herren machen das selber, so schreibt er, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Müntzer glaubt an den göttlichen Beistand für die gerechte Sache. Er ist sich sicher, dass himmlische Heerscharen zu Hilfe kommen werden und führt die Bauern bei Frankenhausen in eine Entscheidungsschlacht gegen die Fürsten. 1500 fürstliche Reiter und 1000 Fußsoldaten, gut ausgerüstet mit Gewehren und Kanonen, lassen den schwärmerischen Traum des Thomas Müntzer in Blut versinken. Der Eingriff der Engel bleibt aus. Das Bauernheer wird fast bis auf den letzten Mann aufgerieben. Thomas Müntzer enthauptet. Luther ist sich über seine tragische Rolle bei diesem Gemetzel im Klaren. Sätze der Reue sind von ihm überliefert. Ich, Martin Luther, habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, denn ich habe geheißen, sie totzuschlagen. All ihr Blut ist auf meinem Hals. Luther hat zwar die Reformation davor bewahrt, mit den Bauern unterzugehen, aber zu welchem Preis? Er hat der Reformation ein Stück ihrer sozialen Sprengkraft genommen. Gottvertrauen in verworrenen Zeiten. Nur 4 Wochen nach der verheerenden Schlacht bei Frankenhausen heiratet Luther. Er überrascht damit Freund wie Feind, setzt aber zugleich ein Zeichen. Ehe für Priester. Festhalten am reformatorischen Programm. Er, der Mönch, und seine Frau Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne. Für die katholische Tradition eine Todsünde. Nach reformatorischer Auffassung eine Pfarrehe, die Gottes Segen hat. Die Ehe ist glücklich und kinderreich. Katharina organisiert den Haushalt, der nie weniger als 20 Personen zu versorgen hat.
Kinder, Verwandte, Studenten, Besucher. Aus ganz Europa kommen die Gäste in die Stube zu Wittenberg im ehemaligen Augustinerkloster. Die launig tiefsinnigen Tischgespräche im Hause prägen eine eigene literarische Gattung. Die Lutherstube wird zum Modellfall für das evangelische Pfarrhaus. Luther und Katharina von Bora, Vorbild der Pfarrersfamilie für die kommenden Jahrhunderte, für die gemeinsame Arbeit im Dienste der Gemeinde, bei der auch die Frau wichtige Aufgaben übernimmt und bei der das Pfarrhaus zum gesellschaftlichen Mittelpunkt der Gemeinde wird. Luther, immer noch geächtet, kann unter dem Schutz seines Landesherrn unbehelligt weiterarbeiten. Ein fast beschauliches Leben, ein privates Glück. Der Bannfluch des Papstes und die Reichsacht des Kaisers scheinen ausgesperrt aus diesem idyllischen Familienleben. Draußen verbreitet und verfestigt sich die Reformation. Gemeindeordnungen werden geschrieben, das erste evangelische Gesangbuch entsteht. Kaum 10 Jahre nach der Veröffentlichung der 95 Thesen bekennen sich 1/5 der Menschen des Reichs zum reformatorischen Glauben. Aber die große Auseinandersetzung zwischen Protestanten und Katholiken steht noch aus. Auch die Reformatoren versuchen, den Konflikt zu entschärfen. Die Confessio Augustana, die protestantische Bekenntnisschrift, die sie dem Kaiser 1530 vorlegen, besteht auf Reformen, betont aber die Gemeinsamkeiten mit den Katholiken. Doch der Graben ist zu tief. Gegen die kaiserlichen Drohungen schließen die protestantischen Parteien das Bündnis von Schmalkalden. Die Fronten verhärten sich. Auch Luther glaubt nicht mehr an Ausgleich. Mit seinem Siegel, der Lutherrose, markiert er jetzt alle Schriften, die authentisch aus seiner Feder stammen. Die Lutherrose, das Gütesiegel der Reformation. Luthers Name steht für eine ganze Epoche. Bis zu seinem Tode im Jahr 1546 versteht er es wie kein anderer, seine Botschaft durch alle politischen Stürme hindurch zu retten. Ein geschickter Anwalt des Glaubens, der seinen religiösen Eifer immer da zügeln konnte, wo vernünftiges Handeln gefragt war. Dr. Martinus Luther stirbt nicht durch das Schwert oder wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen, sondern als 62-Jähriger friedlich in einem Bett, glanzvoll bestattet in der Schlosskirche zu Wittenberg. Selbst Kaiser Karl zollte dem rebellischen Mönch Respekt über den Tod hinaus. Als er 1 Jahr nach Luthers Tod dessen Grab besucht, rät man ihm, den Leichnam verbrennen zu lassen. Eine späte Bestrafung des Ketzers. Und um zu verhindern, dass die Schlosskirche zu Wittenberg zur Kultstätte der Reformation wird. Karl V. lehnt ab. »Ich führe mit den Lebenden und nicht mit den Toten Krieg«, soll er gesagt haben. Den Krieg der Konfessionen, Luther erlebt ihn nicht mehr. Tausende aber müssen noch im gleichen Jahr für ihren Glauben sterben.